Guten Morgen, Freunde. Ich bin zurück aus Namibia und ich hoffe, die Vlogs aus Namibia haben euch gefallen, beziehungsweise gab es ja nur eins. Falls ihr die restlichen Vlogs sehen wollt, dann müsst ihr auf Cenks Kanal gehen, denn da... Geil, dann geht halt einfach meine Kamera aus. Alles klar. Was ich sagen wollte ist, falls ihr die restlichen Vlogs sehen wollt aus Namibia, dann müsst ihr auf Cenks Kanal gehen, denn da seht ihr alles, was wir da gemacht haben. Da sind so mehrere Videos online. Mega heftig. Gerade auch so das Paddeln in Afrika durch diese ganzen Flüsse war so krank. Auf jeden Fall bin ich jetzt zurück in Deutschland und wie ihr seht, auch nicht zu Hause, sondern in Gera. Ich werde nämlich hier innerhalb von 7 Tagen meinen Führerschein machen. Hoffentlich werde ich ihn bestehen, wer weiß. Aber ich denke schon, ich bin gutes Gewissens. Einfach ein bisschen lernen, dann wird das schon gehen. Ich bin nicht alleine hier. Nima ist auch da und Sunny ist auch da. Sunny ist die Freundin von Marcel Scorpion, falls ihr ihn kennt. Ich denke schon, einige von euch werden ihn kennen. Wir waren gestern schon auf einem Übungsplatz, wo wir so ein paar Übungen gemacht haben. Ich kann euch mal davon Cinematics zeigen in 3, 2, 1. Leider nicht so viel gevloggt, weil ich einfach wirklich ohne Scheiß, ich musste mich wirklich konzentrieren, um halt die Theorie zu bestehen. Ich habe so Schiss gehabt vor der Prüfung. Gestern hatten wir die Theorieprüfung und 3-mal dürft ihr raten, wer bestanden hat. Hammer, oder? Richtig geil. Richtig nice. Ich habe Theorie gestern bestanden und die Fahrprüfung auch. Ich bin so hammermäßig erleichtert. Die anderen fahren heute nämlich noch ihre Prüfung. Sunny ist gerade dabei. Nima ist heute Morgen gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob er bestanden hat oder nicht. Ich hoffe, dass er bestanden hat. Das wäre nämlich mega, mega nice. Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr Bock habt, auch euren Führerschein in so einem Crashkurs zu machen, was ich natürlich weiterempfehlen kann, weil wenn man so zu Hause seinen Führerschein macht, kennt das. Keiner würde wirklich sitzen und lernen, sondern jeder zieht das so über Monate hinaus. Und hier müsst ihr halt wirklich 7 Tage, seid ihr hier, ihr sitzt da und lernt wirklich ohne Scheiß und das bringt euch selbst voran und ich finde das mega Hammer. Ich packe euch einfach mal die ganzen Links von der Fish Academy hier und ich muss mich auch nochmal selber dafür bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier meinen Führerschein zu machen innerhalb von 7 Tagen. Es war wirklich stressig. Ich hatte so Bauchschmerzen bei der Theorieprüfung. Am Ende hat es ja geklappt und das ist das Wichtigste. Ich packe euch auf jeden Fall die Links unten in die Beschreibung. Schaut da gerne vorbei und wer weiß. Vielleicht der ein oder andere macht es vielleicht dann auch hier seinen Führerschein. Mega lustig ist, einer, der hier auch dabei ist, der Ulf. Falls du das siehst, Ulf, hat mich mega gefreut, dich kennenzulernen. Hammer-Typ, bleib so wie du bist. Er ist ein Zuschauer von mir, das hat er einfach so gestern am letzten Tag rausgedroppt. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der meine Videos guckt und das hier irgendwo am Arsch der Welt. Und ich habe nicht mal so viele Abonnenten, also ist schon extrem gering. Mega krass. Ja, wie gesagt, bleib so wie du bist, Ulf. Und hat mich mega gefreut, dich hier getroffen zu haben und dich auch kennengelernt zu haben. Ich muss hier die Sachen packen. Hier sieht's aus wie Scheiße. Ohne Mist. Wie sieht's hier bitte aus? Let's go. Packen wir mal hier die Sachen. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance. I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Everybody's carefree. Everybody's carefree. Ratet mal, wer bestanden hat. Komm mit hoch, ich hab's vergessen. Nice. Hammer. Führerschein. Ich weiß, wenn ihr den Führerschein einfach machen wollt, habt ihr den Fischer Academy. Kommt rein. Und also nicht. So, das war der Einblick in die Fischer Academy. Für mehr von selber. Fischer Academy. Mit Leichtigkeit habe ich meinen Führerschein geholt. Vorfahrtsfehler gibt's nicht. Oh, ich bin so fucking happy. Ah, ich auch, ja. Ratet mal, wer noch bestanden hat. Hammer. Oh Gott, alle haben bestanden. Ja, alle, die die Prüfung gegangen sind, ja, haben bestanden. Cool. Nice. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft zu vloggen. Ich war so kaputt. Ich habe mich direkt ins Bett gelegt und dann war ich auch instant weg. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, Freunde. Falls ihr hinterlasst, mir gerne einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Und eine Sache noch. Ich habe total vergessen zu erzählen, dass wir hypnotisiert worden sind. Das war wirklich eine Erfahrung, wo ich so sage, heftig. Falls ihr genau sehen wollt, wie das angestellt worden ist, schaut euch den Vlog von Sunny an. Ich verlinke euch den einfach unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Das war heftig. Naja,
Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder bei einem neuen Vlog. Danke fürs Zuschauen und bis spätestens nächste Woche. Ciao.